Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Herr Jesus Christus, öffne mich für dein Wort und gib, dass diese Zeit der Betrachtung mir und anderen Frucht bringt. Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Amen. Herr, du zeigst mir heute Josef. Er ist ein stiller und treuer Diener. Kein Wort von ihm ist uns überliefert und doch spricht er bis heute zu uns. Josef träumt. Ich muss an Josef aus dem Alten Testament denken. Er hat viele Träume gehabt und hat durch viele Leiden hindurch erkannt, dass Gott alles zum Guten führt. Unserem Josef hier, dem Bräutigam der Jungfrau Maria, geht es ganz ähnlich. Er wurde zwar nicht verkauft von seinen Brüdern, er musste nicht ins Gefängnis und einen schmerzhaften Weg der Versöhnung mit seiner Familie gehen, aber er hatte sicherlich auch große innere Kämpfe zu bestehen. Der Engel erklärt ihm alles, ganz genau. Sein Sohn ist Gottes Sohn. Herr, er spricht von dir. Der Engel erzählt von der großen Bestimmung, die du hast. Aber ich glaube nicht, dass das Josef sehr beruhigt hat. Obwohl ihm alles genau erklärt wurde, musste er eine Entscheidung treffen. Nämlich, ob er sich auf dieses Abenteuer einlässt oder nicht. Er war ja frei, Herr. Er war frei. Er hätte auch sagen können, nö, ich lasse die ganze Geschichte auf sich beruhen und mache mir ein ruhiges Leben. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Josef Nein gesagt hätte? Hätte es irgendwas geändert? Wäre dann alles den Bach runtergegangen? Ich denke, Maria hätte das schon irgendwie geschafft, mit dir, Herr. Sie hätte ja auch noch ihre Eltern, Joachim und Anna. Und du, Herr, hast ja später auch nur wenig auf das gegeben, was die Leute über dich sagen. Warum also diese ganze Aktion mit dem Traum und dem Engel? Warum ist Josef so wichtig? Herr, ich selber bin wie viele Kinder auf der Welt ohne Vater aufgewachsen. Und du weißt, was das für Kämpfe bedeutet, was das mir genommen, aber auch gegeben hat. Eine ganz wichtige Erkenntnis für mich ist, so gut meine Mama auch ist, niemals kann sie einen Vater ersetzen. 1000 Mütter können keinen Vater ersetzen, 1000 Väter keine Mutter. Das ist nicht die Schuld der Mutter oder des Vaters. Es liegt in der Natur der Sache, denn der himmlische Vater hat uns so geschaffen, dass wir Vater und Mutter brauchen. Und es ist auch der Wille des himmlischen Vaters, dass wir Vater und Mutter haben und zu ihnen eine gesunde Beziehung pflegen. Das gehört zum Ganzsein und zum Heilsein dazu. Wenn da etwas fehlt, da ist eine Unvollständigkeit da. Und es kann zu Verunsicherung, Traurigkeit führen und die Fähigkeit einschränken, anderen Menschen vertrauen zu können. Es kann auch dazu führen, dass man sich selbst oder andere Menschen ablehnt, weil man Angst hat, seine Wunden zu zeigen und verletzt und enttäuscht zu werden. Ach, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die diese traurige Erfahrung machen, ein Leben ohne Vater oder ohne Mutter. Sie sind ein Leben lang auf der Suche nach Erfüllung. Sie wissen aber nicht wirklich, warum und wonach sie suchen. Ich vermute, das ist ein Grund dafür, warum so viele grundlegende Dinge in unserer Gesellschaft ins Rutschen kommen. Warum es plötzlich normal sein soll, auch zwei Väter oder zwei Mütter zu haben oder eben nur ein Elternteil. Warum es normal ist, scheinbar, dass die Menschen auf der Suche nach sich selbst alleingelassen oder noch mehr verwirrt werden, wenn man ihnen einredet, dass es ihre Erfüllung ist, sich immer wieder neu erfinden zu können, als Mann, als Frau, als irgendetwas anderes. Herr, wie viele junge Menschen suchen doch einfach nur die liebevolle und starke Umarmung eines Vaters oder die zärtliche Umarmung einer Mutter. Es ist im Grunde sehr einfach.
Wir kommen aus der Liebe und können nur durch die Liebe ganz wir selber sein. Ich durfte und darf erleben, Herr, dass aller Mangel durch den himmlischen Vater aufgefüllt werden kann. Wenn einem die väterliche Liebe fehlt oder die Liebe einer Mutter oder wenn man in seinem Bedürfnis nach Zuwendung verletzt wurde, dann ist das kein lebenslängliches Urteil. Es gibt Heilung. Es gibt Hoffnung. Es dauert und es tut auch weh, sich dieser inneren Leere und dieses Mangels bewusst zu werden und sich dem zu stellen. Aber Herr, wenn man dir sein Herz in die Hand gibt, dann verwandelst du es. Du bist ständig am Werk. Herr, und genau deswegen denke ich, dass Josef nicht bloß Dekoration ist, damit die heilige Familie irgendwie vollständig und harmonisch wirkt. Seine väterliche Liebe war wichtig, Herr, denn sie hat dich in deinem Menschsein geprägt. Seine Treue und sein Glaube an den Gott Israels haben dir das Fundament gegeben, damit du selber vom himmlischen Vater reden und wie ein Vater lieben kannst. Josefs Dasein ist eine Botschaft. Die Botschaft für Gottes Plan für Ehe und Familie. Nicht umsonst ist Josef der Schutzpatron deiner Kirche. Und er umarmt sozusagen alle, die väterliche Nähe suchen. Er betet um Schutz für die Familien und er inspiriert uns durch sein Beispiel, dass wir dir gegenüber gehorsam sein sollen. Herr, ich danke dir für Josef, der offen für dich war und auf den Willen des Vaters gehört hat. Er möge als starker Fürsprecher und väterlicher Freund an unserer Seite sein. Herr, schenke allen Kindern und Jugendlichen, denen die väterliche oder mütterliche Liebe fehlt oder die einfach schlechte Erfahrungen in ihren Familien machen, Herr, schenke diesen Menschen, diesen jungen Menschen deinen Trost und umarme sie an diesem Weihnachtsfest in besonderer Weise. Erfülle sie und festige sie. Mach sie fähig, selber gute Eltern zu sein, bedingungslos zu lieben. Herr, lass nicht zu, dass die Verwirrung weiter um sich greift. Schenke uns, Herr, einen klaren Blick für uns selbst und für das, was wir wirklich brauchen. Wecke uns auf, Herr, und lass uns dir entgegengehen. Amen. Die Betrachtung ist zu Ende. Wer mag, kann noch weiterhören. Ich stelle ein Lied rein. Das habe ich im Jahr 2012 geschrieben und aufgenommen. Es ist nicht die beste Qualität, aber es passt irgendwie zum Thema. Der menschgewordene Gott, er spricht zu dir und lädt dich ein, ihm zu vertrauen und ins Tageslicht aufzubrechen. Der Text auf Deutsch: Mein Weg führt hinab, hinab zu dir. Alles wird gut, weine nicht, denn ich bin bei dir. Niemals mehr wirst du in der Nacht aufwachen und dich einsam fühlen, denn ich bin dein Bruder geworden, dein Leben ist mein Zuhause. Verabschiede dich von deinen Bildern von mir. Ich bin als Kind zu dir gekommen, was kann ich mehr sein? Niemals mehr wirst du mein Licht heller strahlen sehen als hier, denn im Herzen dieses Kindes ist meine Liebe schwach, zärtlich und rein. Ich gehe ins Tageslicht, gehe auf der hellen Seite, kannst du es glauben? Ich gehe ins Tageslicht und lass die dunkle Nacht hinter mir, als würde ein Traum wahr werden. Lege ab deine Distanz zu mir, ich werde deine Klage tragen und deine Sünden tragen und all deine Angst. Jetzt steh auf und gehe los ins Tageslicht und sei dir gewiss, ich warte dort auf dich und selbst im Dunkeln bricht mein Licht durch. Alone, 'cause I become your brother.
Love is my home. It's like a dream comes true.